Was ich zu Beginn des Videos noch einmal kurz ansprechen wollte, ist, dass dieses Spiel sehr politisch unkorrekt ist. Das bedeutet, es fallen teilweise Aussagen, die man politisch nicht unbedingt vertreten kann. Und deshalb wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass diese Aussagen von uns keinesfalls unsere wirkliche Meinung vertreten, sondern nur der Unterhaltung dienen. Also nehmt das bitte alles nicht zu ernst. Die Blackcards, die sind so weiß. Wow, rassistisch. Ja. Echt mal. Die waren doch eben noch schwarz. Ja, die waren eben noch schwarz. Die sind der Woche in die Wäsche gefallen. Wer will die Anmod machen? Du. Du. Das ist dein Channel. Also rein technisch gesehen ist es auch mein Channel, aber... Und mein Channel. Ja, stimmt, genau. Der Ben ist ja auch da. Also meiner ist nicht, also mach's. Yay! Gib! Ah! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Cards Against Humanity mit dem Ben. Hallo. Dem David. Und Schiffen. Dem Michael. Dem Markus und dem... Du darfst auch was sagen, ja? Na, ich wägere mich. Okay. Markus, der ist irrelevant. Markus darf kein Entry haben. Und mir, dem TKW. Ja, hallo. Wer nicht weiß, wie Cards Against Humanity funktioniert, der soll bitte einmal rechts lesen. Kann ja das Video anhalten, ist mir wurscht, wie auch immer. Oh. Dafür würde ich sagen, erstmal. Ja, du machst erstmal eine Erklärung, ja? Hier kommt jetzt erstmal eine Erklärung eingeblendet. Ja, meinetwegen ist mir auch wurscht. Kommt vielleicht eine Erklärung, vielleicht nicht, ich weiß nicht. Ihr habt ja eh gesehen. Gut. Na dann wollen wir mal. Wer will als erstes judgen? Übrigens, falls ihr euch wundert, warum wir so müde klingen, wir haben gerade drei Runden Secret Hitler. Ja, vier. Ja. Die letzte war die Blitzkrieg. Ja, Die wundervollste. Die war am Anfang schnell und dann hat es richtig geknallt. Also guckt da auch vorbei, wenn. Also, ihr müsst es jetzt. Ich bin gerne in Predictions raus, ja. Da waren die 360 No-Scope Headshots von David. Voll auf also. Dahin, rechts. Rechts, das ist die Discard-Teil. Oh. Lesen kann er auch nicht. Wo soll das denn hingehen? Jetzt kann ich mir einen neuen Trick verwenden. Just saw this upsetting video. Please retweet. Hashtag stop. So, hat er gib mir bitte wundervolle Erklärungen. Woher weiß eigentlich, wem welche Klasse. Nee, woher weiß er dann, wem welche Karte gehört? Ja, ich will das ja nicht. Ich darf das ja nicht das wissen. Ich muss dann sagen, welche mir am besten gefällt. Ach so, ja, okay. Wieso hast du dann schon umgedreht? Die dritte gefällt dir so um. Nicht mehr zeigen. Ah, das sind schon alle. Ja, seid ihr fertig? Ja. Alles klar. Also, just saw this upsetting video. Please retweet. Hashtag stop the hardworking Mexican. Alles klar. Hashtag stop whipping it out. Okay. Hashtag stop challenge porn. Hashtag stop the milkman, okay. Man, I knew it! Ja, hier hat der German Dungeon Porn hat gewonnen. Die Karte, wie willst du die Karte gewinnen? Genau. Von wem war der German Dungeon Porn denn? Von mir. Ach, ist klar. Ich stehe auf der German Dungeon Porn. So. Hallo? Wollt ihr die nicht umdrehen? Egal. Ja, okay, dann muss ich aber meine umdrehen, sonst ist es nicht gerade. Stimmt. Leg's bitte einfach hin. Ihr müsst jetzt noch eine Karte ziehen, oder? Ja. Moment, die eine Points, Karte. Wie läuft das mit dem? Ja, das ist die schwarze Karte. Die schwarze Karte ist dein Point. Okay. Ja. Alles klar. Machen wir ein Point Limit, oder? Ja, warum bitte? Irgendeiner von euch hat eine Karte verloren. wie viele Punkte wollt ihr machen, bis wir... Ja, wer hat denn noch... Wie viele Karten hat noch jeder? Sieben. Sieben. Jeder muss sieben Karten haben. Ja. Okay, jetzt wieder, weil jemand hat... Achso, jetzt eine Karte. Alle ready? Okay. Also jetzt ziehe ich eine, oder? Ja. Und das wenn dann... Ben muss... Ja, okay, list vor und dann blindfolded. The new Chibi Tahoe, with the power and space ben. To take blank everywhere you ben. Go. Was ist? Ben ist dran, oder? Ey, war nicht gerade TGW dran? Mit ja, deshalb ist Ben ja jetzt dran, aber Michael hat was gemacht. Ja, ich bin dran. Ben, es sind Michael, der Pfeile. Schau auf die Pfeile. Ach lol, du bist rot, Michael ist rot, sorry. Ja, ich bin immer noch von Secret Hitler gewöhnt, dass Ben neben mir ist. Tut mir leid. Okay. The new Chibi Tahoe, with the power and space to take blank everywhere you go. Komm schon. Okay, blindfolde dich. Achso.
Was soll das eigentlich, ein Chibi Tahoe? Das ist ein Auto. Ah. Okay, das ist mein Joker, den behalte ich mal noch. Das ist so, man, so werbungsmäßig in den so viel Platz und bla bla. Einer fehlt noch. Ja, Moment, ich muss mal überlegen. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. In den Brunnen. Ich sollte auch noch duschen. Einer fehlt noch in den Brunnen. Zu spät. Du darfst. Okay. Da. The new Chevy Tahoe with the power and space to take a tiny house everywhere you go. Okay. Horse, scheiße. Nicht Haus. Ja, Horse, hab ich gesagt. Hab nur Scheiße gesagt, okay. The new Chevy Tahoe with the power and space to take an erection that lasts longer than 4 hours everywhere you go. Oh yeah. The new Chevy Tahoe with the power and space to take any Tobito everywhere you go. Okay. This is free power. Ja. The new Chevy Tahoe with the power and space to take the Big Bang everywhere you go. Ja, komm. Die sind alle scheiße. Easy. Du bist scheiße. Easy. An wem? Ja, natürlich bin. So. Bitte sehr gerne. Oh, das ist episch, die Karte, die ich gerade gezogen habe. Die werde ich sowas von verwenden können. Jetzt zieh trotzdem noch eine, obwohl ich jetzt dran bin. Verdammt, die wäre super cool. Ja, du musst immer 7 Karten haben. Ja. Nein, du warst Karte, deswegen musst du keine ziehen. Also, du warst Karten, du warst Spieler da. Ja. Du hast ja keine Karte rausgegeben. Ja, genau. Okay. Man muss einfach. Was, warte, hast du deine Karte als Punkt genommen? Ja, habe ich. Okay. Liegt hin. Okay. Dann decke ich auf, ja? Ja. Ja. Eine. What did the US airdrop to oh, oh, war epic! Oh, oh Gott. Yeah. Warte, jetzt muss ich. B. Okay, nehmen wir das, oder? Oh, ich weiß auch nicht, welches nehme ich. Ja, wer... Ich habe eigentlich keine, die perfekt ist. Ich muss einfach das nehmen, was am besten passt. So. Das wird geil. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Komm, ich nehme erst meinen Joker. Du hast ja schon einen Punkt. Digga, ich bin schon gespannt. Okay. Tanzt. Kannst. Joker. Damn. Alles klar. Warte. Also, what? Ja? Ich habe eine Frage. Gibt's da auch freie Karten, also gar nichts draufsteht? Ja. Ja, das gehört nicht. Hast du gemeint, oder? Okay. Nein, habe ich nicht. Okay. Na, es gibt eine Karte, die ich als meinen Joker empfunden habe. Achso, okay. Weil es so gut ist. Digga, Blacker Deck. What did the US airdrop to the children of Afghanistan? The Pyramid of Self-Tests, achte. Oh yeah. Hat ich ja noch nicht genug. What did the US airdrop to the children of Afghanistan? Pyramid of Self-Tests. Das sind die kleinen Folgen. Okay, das wäre gut. Ja, ja. Okay, what did the US airdrop to the children of Afghanistan? Boah, das ist ein Fuck. Hast du aber eine Menge von. Okay, what did the US airdrop to the children of Afghanistan? Robocop. Oh yeah, liberated. Schwierig, ich mag Boobs, ja. Verdammt. Aber ich mag auch meine Genitals. Suchst du aus. Ja, aber die musst du dir ja zuerst abschneiden, damit sie geairdroppen werden. Ja, mein Joker hat gewonnen. Nee, nicht die Boobs. Ohne Scheiß. Meine Genitalien haben gewonnen. Meine Genitalien haben gewonnen. Ah, meine Fotos. Ich hätte die Boobs genommen, wenn ich ehrlich bin. Benny vs. Loft. Ja, ich glaube, ich aber tatsächlich auch. Okay, dann müsste man jetzt wissen, wer das ist. Das ist kacke. Wer ist denn jetzt Katze? Ach, Ben. Ben. Ja. Ich fast gesagt, nicht Michael. Ben ist ja ein Ben diesmal. Katze. Ja, Ben ist Katze. Also. Katze? Das Blank. Ist eine Good Katze. To the last also, drop. Good to the last drop. Guck weg, okay. Eine urscheiß schwarze Karte. Nein, da gibt es ganz gute Sachen. Findest? Also ich habe jetzt ein, zwei Sachen, die okay sind. Aber es gibt ach scheiße, Karten. Ich habe das falsch gelegt. Zum Beispiel... Kannst. Elderly Japanese Man. Kann ich schon? Ja. Good to the last drop. Bay. Also... Blank, good to the last drop. My balls on your
Okay. Good to the last drop. Good to the last drop. Being a little. Warte mal, Ben, die muss man zusammennehmen. My balls on your face und being a little. Good to the last drop. A defective car. Oh my god. Oh yeah. Morgan Freeman's voice. Okay. Sind alle gut und passen. Yeah. Ich muss ehrlich sagen, nur weil da drin Drop steht, muss ich denn das nehmen. Jawoll! Was? Peeing. Der letzte. Warum? Ja. Was ist mit meinen Eiern? Was ist mit Morgan Freeman's Voice, ja? Nein, also bitte. Das war das Morgan einzig Sinnvolle. Das einzig Sinnvolle. Was einzig Ärger. Gab's dann. Achso, was mit Karte. Naja. Also, Markus, show us your magic. I never truly understood blank until I encountered blank. Also du müsstest dann zwei Karten entlegen. Untereinander. Ich mach mal Blindfold. Also was ist die erste und was ist die zweite? Die erste ist die obere. Okay. Ach, man muss zwei legen. Ja, weil es zwei Freiplätze gibt. Und zwar untereinander halt deine. Die obere ist die bei der ersten Reihenstelle. Decke ich jetzt so ein kleines System. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ich dachte, das ist einfach, wenn viele Leute spielen, aber nein. Hey, Mark. Mit dem Feld. Das wird jetzt ein spannendes Match. Ich finde die zwei Kartensachen nicht so lustig. Moment, wo habe ich jetzt hingekriegt? Einer von euch. Nach ganz hinten. Zieh halt eine Karte. Ich das mein. Du bist ja nicht der Katzer. Was ist? Du kannst nachschauen, welche deine ist. Ja, aber wenn ich die falsche erwischt, ja, du bist ja nicht der Katzer, bei dir ist es doch egal. Du wählst es eh nicht aus. Ja, okay. Markus, du hast okay. Ja. Das stimmt schon. Markus, darfst gucken. Darf gucken? Oh yeah. Also. I never truly understood blank until I encountered blank. Wenn man es erst um. I never understood mental rage until I encountered Lady Gaga. I never truly understood masturbation until I encountered puberty. Okay, das ist zu ziemlich echt. Das passt. Ja. Ziemlich real. I never truly understood racism until I encountered tap dancing like there's no tomorrow. Okay. Ich find's nicht schlecht. I never truly understood teenage pregnancy until I encountered Cards Against Humanity. Eigentlich wäre hier das defekte Kondom perfekt gewesen. Ja, das wäre. Aber ich finde einfach, weil es so real ist, muss das zweite genommen. Oh man, das ist so real. Ich wollte eigentlich Teenage Pregnancy wollte ich beim letzten legen. Teenage Pregnancy till the last drop, das hat irgendwie. Nein, ich finde da war das. Was hast du beim letzten Track? Das Defective Common. Ja, das war eh besser. Ja, okay. Ach fuck, okay. Ich hab jetzt eine viel. Ihr müsst jetzt alle zwei Karten ziehen, nicht vergessen. Ja. Ah ja, stimmt ja, voll. Weil ihr müsst jetzt die Karten ziehen. Von euch ist Katze. Ach ja. Hey. Ja. Helft dir doch nur. Entschuldigung. danke schön. Entschuldigung, dass du helfen willst. Here is the church. Here is the steeple. Open the doors and there is. Bringt mir Schönes. Ist wieder so eine Burn-Runde. Wundervoll. Tut mir leid, ich würde hier was leben. Einer fehlt noch. Ja. Weiß nicht, ob das lustig ist. Geht. Kann ich? Haben wir zwei Burn-Runden. Auf geht's. Here's the church, here's the steeple, open the doors, and here is... There is. Geese. Was? There is. And there is geese. Okay. Geese. Dominus Oreo Desert Pizza. Das ist der Pizza, ja. Okay, das ist der Pizza. Wüsste ja. Judge Juddy. Okay. Das passt. Kanye West. Alles klar. Dominus Oreo Desert Pizza hat gewonnen. Oh ja, nicht, dass ich hatte was gewinnen, aber... Ich fand das einfach nur cool. Was? Ja, ist meiner.
Ich würde nur sagen, dass man nicht sagen sollte, halt, ja, der muss noch drankommen, weil dann wäre es der Karte, der die letzte Karte gibt. Wir legen ja nicht immer der Reihe nach, also ja. Du musst ja nicht. Ja, die meisten legen es aber die Reihe nach. Aber ja, das sind dann Karte die anfangen, die dumm. Alles klar, gut. Gucken wir doch mal, was ich habe. Und zwar, Kids, I don't need drugs to get high. I'm high on blank. So, legt was. Bis wie viele Punkte wolltest du eigentlich spielen? Bis wir keinen Bock mehr haben. Ja. Das ist eine halbe Stunde. Nee, ja, wir könnten mal. Ja, ist egal. Mach einfach. Du kannst schon her schon. Ich glaube, normal geht bis 4 oder 5 Punkte. Mhm. Aber die sieht man da eigentlich nur schlecht, wie viele Punkte man hat. Ja, die angezeigt, wie viele Karten man hat. Dann siehst du, wie viele Karten da liegen. Okay. So, nur darauf von, wenn ich nur einen Punkt habe. Also, es geht übrigens schon. Du darfst übrigens. Achso. Ja, sagt ja niemand. Ich hab's gesagt. Ja, ich auch. Achso. Ich auch. Kids, I don't need drugs to get high. I'm high on sex with Patrick Stewart. Okay. Kids, I don't need drugs to get high. I'm high on jerking off into a pool of children's tea. Mhm. Kids, I don't need drugs to get high. I'm high on horse meat. Yeah. Der ist so schlecht und so alt. Ja. So Kids, die Lasagne. I don't need drugs to get high. I'm high on fabulous. Ihr seid alle scheiße. Und halt alle fabulous. Ich würde das fünfte wählen. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch gut. So muss das. Bis ganz genau gewusst ist das vom TGW, als er so gelacht hat. Na, ich fand das echt witzig. Ich hätte auch gelacht, wenn das nicht meins gewesen wäre. Nee, du hast so eine ganz eigene Lache, wenn du deine eigenen Sachen lustig findest. Nee. Ich lachte immer so. Ach, ich muss eine ziehen. Hat jeder eine Karte? Ja. In a world ravaged by blank, our only solace is blank. Pick 2. Wie hier jeder lange überlegen muss, was er legen will. Ist echt. Ja, ist schwerer. Es ist echt schwierig. Zu finden. Also nein, das war schwieriges zu finden nicht, aber genau ja, das man Richtige. Man hat halt nichts Gutes. Was gewinnen wird. Genau, ich bin was gewinnen wird. Ich habe nur Scheiße. Ich nicht. Aber es geht. Ich meine, es ist cool. Okay, es geht, David, los. Kannst gucken, David. Los. Okay. Was? In the world ravaged by blank. Our only, also ravaged by... Das scheint mir eher wie die Lösung zu sein. Ah, ja. In the world ravaged by goblins, our only solace is solving problems with violence. Irgendwie yeah. sehr standard. In the world ravaged by bees. Fragezeichen. Oh, das ist Panda-Sex. What the fuck? Das wird uns jetzt zusammen logisch genau. That escalated quickly. Yeah. In the world ravaged by... Boogers. Our only solace Ganesha's. Is... my sex. Nein, da seht ihr mal, dass es ein vollkommener Schwachsinn ist, was ihr braucht. Wisst schon, welches ich nehmen würde? No. Ich nicht. Ich wüsste nicht, dass ich nehme. Ja, ich nehme natürlich das, ist doch klar. Fett! Ja. Ich glaube, das hätte ich sogar auch genommen. Ja. Ich hätte entweder das vorletzte oder das letzte genommen, eindeutig. Wir haben beide Kazina gegeben. Doch, ja, Mann, das war cool. Was hast du denn gegen das zweite? Das hat das einzige gepasst. Das war lustig genug und das hat gepasst. Ja. Vor allem der Panda-Sex fand ich cool. Ja, das sind alles einzelne lustige Karten, aber da geht's, finde ich, mehr darum, dass du zusammen was Kontext, Mann, Kontext. Ja.
2 cool. Punkte, 1 Punkt. Ich hab nur Scheißkarten, das ist unglaublich. 2 Punkte, 2 Punkte. Wie ist die Trampen? Hat der mehr als 2 Punkte? Ja, keine Sorge. Ja, blank plus blank ist blank. Na super, 3 Karten. Ja, finde ich gut, dass ich da nicht mitmachen muss. Oh, episch. Ich hole mir mal Schokobananen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe eins. Ich auch. Warte, noch mal die schwarze Karte anschauen, das ist plus plus, ja. Alter, ich hab nichts Gescheites, ihr Wichs. Boah, das ist episch. Meins hat einen Zusammenhang, aber ist, glaube ich, nicht zu lustig. Meins ist cool. Mit Ansage gewinnt er die Runde. Guck mal, wie arrogant er wird. Es ist halt schon... Meins ist cool. Ja, es ist auch cool. Warte, das würde ich selber auch gewinnen lassen. Ja, okay, stimmt. Das wird interessant. Ja. Alter, noch was Besseres gehabt. Blank, blank ist blank. The cool, fresh, refreshing taste of Pepsi plus essential sex is laying an egg. Ja. Okay. Okay. Keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht. Genuine. Human connection plus Asians who aren't good at math is the pirate's life. Okay. Wieder mal so richtig gut. Ja. Okay. Präsident, oder? Okay. Plus, flesh-eating bacteria is an ugly face. Echt gut. Alter. Das ist wieder vom TGW. Nein, das ist echt nicht. Das hat eben schon nicht gestimmt. Assless chaps plus extremely tight pants is Pac-Man uncontrollably gasling cum. Was? Wie spricht man das vorletzte Wort aus? Das war schon richtig. Hat schon passt. Gurgeln okay. Oder so? Ja, Gurgeln, so in die Richtung. Alter, what the fuck? Okay, also, ich gewinne doch nicht. Das zweite nehme ich schon mal nicht. Das ist ey! Überhaupt keinen Sinn. Hey. Ja, wie, das ergibt keinen Sinn, das ist das einzig Sinnvolle, ja. Richtig gut. Ich fand das super, ja. Das erste könnte Sinn ergeben in irgendeiner anderen Fantasiewelt, aber ist auch scheiße. Ich nehme das hallo? Dritte. Hallo? Die oh yeah. Hat das dritte? Ja, das ergibt Sinn. Hallo? Ja, das ist die Pepsi. Ach, das dritte. Ach so, ich dachte, sorry. Ja, okay, und dann soll man auf einmal ein Ei legen. Ja, wegen der Pepsi, ja. Die also, wem gibt's jetzt? Wer hat's? Ja, das gibt's. Ich hab's Markus. Die okay. Pepsi gibt Durchfall. Bacteria. Oh, ich fand das gut. Ja, das war aber auch gut. Danke. Ja, war echt gut. Das Ugly Face und so, ich hätte noch irgendwas anderes an Game Shot ohne Raven vielleicht, aber das flächige Material und Ugly Face sind gut zusammenpasst. Ich bin jetzt, oder? Ja. Warum habe ich nur zwei bekommen? Ich glaube, ich habe den einen abgezogen. Wundervoll. Ich muss noch kurz Karten aufheben. Ah, fuck. Oh, was steht denn da? Also, when I was tripping on acid, blank. Turned into blank. Los geht's. Okay, ja, ich. Okay. Alter, die haben nur Scheiße. Aber da kann man so Sachen machen, die voll nicht zusammenhängen, weil es halt eh tripping ist. Du bist halt auf einem Drogenschiff, da kann alles werden. Ja, da kann der Pepsi auch zu einem erlegt werden. Ja, fick dich. Alles zweite ist so gut, aber mein erstes ist einfach so. Ich, alle meine ersten sind wohl scheiße. Meinst gut? Okay, was nehme ich denn noch? Jetzt hast du die zweite gelegt, ohne eine erste zu haben. Ja, das zweite passt nicht zu der Karte dazu. Soll ich eine dazulegen? Ja. Hast du keine Ahnung, was die zweite Karte ist, aber passt schon. Ja. Ich muss Crap loswerden. Ach komm, da gibt's ja keinen Sinn, aber der Markus, der versteht das schon. Ich verstehe das. Kann ich Markus. Kann ich Spaß. Jo.
Los geht's. Wenn ihr was tripping on ass seht. Der Gaze turned into a cooler of organs. Okay. Ja. When I was tripping on acid, a super soaker full of cat pee turned into a flashlight. Damn, da muss man sich alles entscheiden. Dumm. Das muss aber super acid gewesen sein. Being a motherfucking sorcerer. Oh, das war gut an. Turned into a man on the brink of an. Okay. Das Ding ist halt andersherum gehört, aber sonst ist es ziemlich lustig. Ja. Warte, ich muss noch mal die Hand weghalten. When I was tripping on acid, wifely duties turn into a salty surfer. Okay, ich weiß, welches gewinnt, das letzte. Oh. Hey, das ist gut, das ist gut. A salty surprise einfach. Ja, aber das wifely duties, das passt super dazu. Das war eine gute Kombination. Sonst weiß ich gar nicht, was ich genau habe. Aber das ist erst wahrscheinlich nicht. Ja, das dritte natürlich. So. Natürlich das dritte, was sonst? Wenn ihr dann ein bisschen weiter. Alter, die eine Karte, holy shit. Wechsle doch mal raus. Wie eine Karte, die ich nicht verwenden kann. Fuck. Ah, ich bin dran. Oh mein Gott. I got 99 problems, but blank ain't one. Mann, da wird bei mir alles gut passen. Das nicht nimmst, dann weiß ich auch nicht. Benny, betteln wir uns, ich hab auch eine gute. Kannst gucken. Geht schon, ja. Kann ich? Alles klar, das ging flott. Also, I got 99 problems, but 3 dicks in the same time. Andrew, das ist aber. Ja, okay. Okay. I got 99 problems, but. Auschwitz, Andrew, alles klar. Ja. I got 99 problems, but I'm having a stroke. Anyone asked that? I got 99 problems, but. Ceiling crack to children. Anyone, okay, eins oder zwei, was ist jetzt die Frage? But. Ich bin mir sicher, dass Benz Auschwitz ist, aber ich kannte Auschwitz schon. Auschwitz ist doch safe, Junge. Ja, Auschwitz ist safe, Alter. Auschwitz ist safe. Moment, Auschwitz ist safe, da muss ich eigentlich die anderen nehmen. Nein! Sehr gut. Alter, Free Dicks sind the same time, wie kann man das nicht nehmen? Ist echt so, ey. Aber Auschwitz war safe. Aber Auschwitz war auch. Auschwitz war diesmal nicht safe. Ich hab so gedacht, als ich die Karte gekriegt hab, die Karte ist godlike. Oh, und dann kommt noch diese schwarze Karte mit nein, ich habe keine Problems. Ich kann meine Regeln führen, ihr könnt einen Punkt hergeben, dafür kommen 7 neue Karten ziehen. Ja. Das gibt's als, in meinem normalen Spiel gibt's das als Bonusregel. Kann ich aber auch nicht tun. Ja, wenn du keine Punkte hast, bist du ein Scheiß. Ist echt so. Du kannst den Punkt hergeben, dann kannst du 7 neue Karten. Alter, Ben hat 4 Punkte, ey, das geht aber nicht. Ja, Markus. Ich hab nur 3, ist voll. Ja, das geht auch nicht. Also, Jungs. Now it is Smithsonian. An interactive exhibit on blank. Was heißt Smithsonian? Das ist ein Museum. Das ist ein Museum. Ah. In Amerika, ganz okay. Deswegen hat man Markus. Das größte oder so. Deswegen hat man Markus. Und die, aber das Wichtige bei dem ist interactive, also mitmachen. Oh. Willst du das besonders herausstechen, weil du schon gelegt hast? Nein, ich habe noch gar nichts gekriegt, aber das ist meistens, das finde ich immer wichtig bei der Karte, wenn es kommt. Weil da kann man rausfinden, welche beste sind es. Alles klar, Ganesh, das will ich nicht. Warum nicht? Weil du schon so krank lachst. Das ist aber episch. Ja, was so eine wahnsinnige Lache von also wenn, so. bei mir muss man aber dann im Hinterkopf behalten, dass das dass da im Vordergrund das Mitmachen steht. Ach so. Finde ich gut, dass Markus das gesagt hat. Bei meinem Wochenende, wir kennen es so, gell? Nein, das ist nicht gut. Geht schon. Ja. Darf ich? Ja. Ja. Okay. Now at the Smithsonian, an interactive exhibit on... Fractured is French.
Oh. Das Mitmachen! Oh ja! Oh Junge! Okay. Das ist ein Interactive Exhibit on. Da kann man nur einmal singen. Okay, das ist auch gut. Premiere, ey. No, das ist Smithsonian. An Interactive Exhibit on. Sweet, sweet Vengeance. No, das ist Smithsonian. An Interactive Exhibit on. Establishing Dumpkins. Du bist die Bitch. Ja! Nein! Ja! Sterben! Über Teil Dysfunction. Das ist gut, da kommt irgendein Scheiß mit Penis und dann verliere ich immer. Okay, David. Blank Kid tested, Mother approved. Fuck! Okay, bin ich gespannt. Alter. Da hab ich gerade eine Schulde gezogen. Ich hab die Gone-Like gehabt. Nee, die hab ich schon. Alter. Ich hab eine gute Karte. Shit, aber eine Mother improved, holy shit. Irgendwas mit Penis, 100%. Ich weiß, dass meine nicht ja, und deswegen nicht gewinnen. Moment. Weeping it out. Es geht schon übrigens. Nein, ja. Ich möchte meine wechseln. Okay. Nein. Okay. Kann man wechseln? Ja, ja, wenn man es jetzt extra noch vorher sagt, aber nicht einfach nur so. 5. Mhm. 4, sonst eher weniger. 2. Okay, geht's. Kann ich? Ja. So. Also, Blank. In AR-15 Assault Rifle. Ach du Scheiße. In Amerika schon. Kid Test in Motherfucker. Es passt sogar irgendwie. Es passt irgendwie, ja. Yeah. Necrophilia. Oh, no. Gott, Alter. You weird brother. Okay. Ja, es passt auch hin. What? Ja, ich nehm die Necrophilia. Oh, da hab ich aber auch gedacht. Ja, gut, wieder Ben, ey, was ist denn das? Das gibt's ja gar nicht. Er ist ein Punkt, das gewinnt. Er hat gewonnen, er hat gewonnen. Ja, sagen wir 5, okay. Ja, GG, Ben. Verdammt, ich hätte Batman legen müssen. Alter, es ist Necrophil ohne Spaß. Kid tested, Mother. David, hättest du Invading Poland genommen? Ja. Yeah. David. Nein. Nee, okay. Dachte ich mir schon, deshalb habe ich nochmal gewechselt. Guck dir mal meine Karten an. Okay. 100%. Making it pretty fail. Wenn man Alt drückt und dann das Scrollrad dreht, kann man sogar die Karten ranzoomen. Die große. Krass. Stimmt. Ah ja, voll. Boah, wow, braucht man es ja nicht, aber ja. Ja, stimmt, ja. Okay, die von Michael sind echt nicht so super. Ja. Hauen wir alle zusammen, machen noch eine Runde, oder? Ja, würde ich schon sagen. Oder wolltest du? Wollen wir mal ein anderes Set nehmen? Ja, irgendwas Asoziales. Ja, ohne Spaß. Also auf jeden Fall danke ich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und schaut, dass die Qualität da vorbei, also fertig.